Verbrechen, das laufende Programm für eine wichtige Mitteilung der Strafverfolgungsbehörden des Landes Berlin. Aus aktuellem Anlass. Achtung, Achtung, einmal hergehört bitte. Achtung, das ist eine Nachricht an alle Nazis. Bitte einmal alle herhören. Achtung, jetzt reicht es uns. Die Strafverfolgungsbehörden des Landes Berlin haben die Faxen dicke. Jetzt greifen wir durch gegen Nazis und zwar knallhart mit aller Härte des Gesetzes. Falls Sie nochmal besoffen oder stark beschwipst in der Berliner S-Bahn Hitler grüßend, wir sind die Herrenrasse und scheiß Asylanten rufen und dabei Kinder mit Migrationshintergrund anurinieren, dann schlagen wir zu und zwar mit aller Härte des Gesetzes. Dann ist Strafe angesagt. Dann können Sie sich beim nächsten Mal auf Folgendes einstellen. Erstens, Sie müssen Ihren Personalausweis vorzeigen. Zweitens, wir nehmen auf der Wache Ihre Fingerabdrücke mit so einer schwarzen Farbe, die sehr schwer wieder abgeht. Drittens, falls wir der Tatsache gewahr werden, dass Sie eventuell Alkoholintus haben, können Sie sich darauf einstellen, dass wir ihn hier in der Armbeuge mit einer Nadel reinpieksen und da Blut rausholen, mit einem echten Pieks hier rein. Und viertens, erst dann dürfen Sie wieder gehen nach Hause. So, uns reicht es jetzt. Verdammt nochmal, Ende der Durchsage, jetzt wird durchgegriffen. So, gezeichnet die Strafverfolgungsbehörden der Reichshauptstadt, ich hab's Reichshauptstadt gesagt, des Landes Berlin. So, Ende im Gelände, mitkommen. Sag nochmal. Check it out now. Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 18. Gefangen in der Stop-Loss-Falle. Mein Name ist William Cohn. Heute zu Gast Crow. Musik, Gendemann und die Freie Radikale. Ja, wir sind Neo, Neo, Freie und Radikale. Wir sind Neo, Neo, Freie und Radikale. Und das hier ist Jan Böhmermann. Magazin Royal am 27. und 28. August. Hallo ZDF Neo. Hallo ZDF, mit dem zweiten sieht man besser. Unser Gast heute, Crow. Yeah! Und wenn Sie sich beteiligen möchten an dieser Sendung, wenn Sie twittern wollen, facebooken wollen, sich sozial oder asozial in den sozialen Medien beteiligen wollen, dann benutzen Sie unseren Hashtag der Woche. Das ist ein politischer Hashtag der Woche. Es geht natürlich um Heidenau und es geht um die Tatsache, dass Sigmar Gabriel, unser Vizekanzler, die Menschen in Heidenau, die gegen die Flüchtlingsheime protestiert haben, Pack genannt haben. Das kann er sich erlauben, denn Sigmar Gabriel muss nicht befürchten, mit seinen Aussagen WLAN zu verprellen. Heidenau und Pack, der Hashtag der Woche lautet Heidepack. Hashtag der Woche. Wir sind das Pack. Ja, Angela Merkel, gestern Mittag war sie endlich in Heidenau. Am Tag vorher war sie in Duisburg-Marxloh. Sie hat einfach mal sich ganz unten umgeguckt, wollte niemanden stören, aber in Marxloh und in Heidenau, da konnte sie sich sicher sein, dass niemand bei der Arbeit stört. Deswegen war sie da. Und die Heidenauer haben Angela Merkel mit offenen Armen empfangen. Wir haben original Tonmaterial aus Heidenau. Es ist wirklich, war es echtes Tonmaterial. So wurde Angela Merkel da empfangen. Hören Sie mal rein. Du hast so ein Piepmatz oder was? Nee. Los, fahr mal weg, du Hure! Du elende Fotze! Du Lunde! Verpiss dich! Du Lunde! Ja, und schön, dass Angela Merkel mal im Rechten gesehen hat. Die Menschen da, die sie so mit offenen Armen empfangen haben, einfach mal ein bisschen beruhigt mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Und auch mit den Flüchtlingen hat sie natürlich gesprochen, denn die Flüchtlinge sind traumatisiert. Stellen Sie sich vor, sie verlassen Syrien im Jahr 2015 und landen in Heidenau im Jahr 1936. Ist natürlich, viele Leute sind geschockt. War das eine Zeitreise? Aber so ist das. Die Flüchtlingsproblematik ist in Deutschland das Thema Nummer eins. Und es ist auch wirklich ein Problem. Viele wollen rein, aber es gibt einfach nicht genügend Platz. Quasi das Silvi-Mais-Problem.
Aber jetzt, meine Damen und Herren, müssen Sie sich wirklich hinsetzen. Denn wenn Sie die Flüchtlingsproblematik schockt, dann kann es sein, dass Sie jetzt ganz, ganz tapfer sein müssen. Denn diese Meldung ist wirklich noch ein kleines bisschen schockierender. Ich würde sagen, diese Meldung ist so krass, die hört man sogar auf dem Mond. Dagi B und Client sind seit 2 Monaten nicht mehr zusammen. Say what? Dagi B oder Dagi B und Client oder wie jeder normale Bürger über 15 sagt. Wer? Das sind die YouTube-Stars, das YouTube-Paar. Ich weiß gar nicht, ob das Internet sie noch weitermachen kann, wenn die nicht zusammen sind. Aber hey, liebe Fans, beruhigt euch. Es ist wirklich alles cool zwischen den beiden. Es ist wirklich alles cool, alles cool, alles total cool. Hallo Leute. Hi. Ja, wir sind jetzt seit 2 Monaten nicht mehr zusammen. Wir lieben uns als Freunde, als Partner. Wir waren cool mit der Sache. Es ist wirklich alles cool, alles cool. Uns geht's wirklich super, uns geht's gut. Es ist immer noch das Gleiche, Leute, macht euch keinen Kopf. Ganz ist alles cool, ist alles super cool. Also ganz ehrlich, meiner Meinung nach war die Trennung von Lion die beste Beauty-Entscheidung, die Dagi wie jemals getroffen hat. Ehrlich, finde ich. Können wir vielleicht mal ganz kurz reinhören, was die Fans von Lion gesagt haben, nachdem Dagi die Trennung bekannt gegeben hat? Einmal, wir haben, glaube ich, einen Ton bekommen. Können wir mal ganz kurz reinhören? Was haben die gesagt? Kann ich Kotze! Kotze, ich habe hier alles voller Kotze, wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht. Sie hat ihm extra nochmal die Eckdaten zur Trennung in der Infobox verlinkt, falls er sie nicht genau verstanden hat. Ja, und jetzt sagen natürlich böse Stimmen, behaupten, ja, natürlich trennt sie sich von dem fetten Typen mit der Hautkrankheit und der komischen Kappe. Da ist ja klar, weil sie ist in der Champions League und er ist halt höchstens Oberliga. Nein, nein, was sie wirklich sagen zur Trennung, das haben unsere Internet-Experten rausgefunden. Das ist der wahre Grund hier. Hallo Leute! Hi! Ich habe den miesen LeFloid-Abklatsch hier einfach verlassen, weil er so fett geworden ist. So klar. Und weil ich halt erfolgreicher bin als er. Und er macht halt immer so ein komisches Gesicht. Das ist mir mega peinlich. Ich liebe Dagi halt immer noch, aber ich will auch keine Abonnenten verlieren. Also sag mal, sind wir jetzt noch zusammen? Das ist von Michael Kors. Ich halte mir das mal kurz für mich hinweg an den Kopf. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können einfach mal wieder über unsere Beziehung reden. Ich meine, wir warten einfach auf einen Jump Cut und dann gucken wir, was passiert. So, das war der Jump Cut. Die Dagi und ich sind jetzt wieder fest zusammen. Beziehung oder nicht Beziehung, ist völlig egal. Ich brauche nur die Klicks. Ciao. Ich grüße meinen neuen Freund. Liebe Finanzexperten unter den Zuschauern, also vor allem die ZDF-Zuschauer, am Montag war ein schwarzer Tag, ist jetzt schon 5 Tage her, Sie werden es nicht vergessen haben, Aktienlaien haben am Montag viel Geld an der Börse verloren. Nicht die Profis, sondern die Laien. Die Kurse sackten zwischenzeitlich 8% ins Minus. Ja, einem Freund von mir ist es auch passiert, der hätte beim Thema Finanzen vielleicht besser auf Flair gehört, der hätte 300-400% rausgeholt. Die deutschen Anleger sind so sauer über den Aktiencrash. Im Dresdner Zoo haben aufgebrachte Sachsen schon die Dachse mit Steinen beworfen. Da, du scheiß Dachse! Du gehst nie wieder so weit runter! Da, der Dachs ist schuld! Du bist der Dachs! Du bist der Dachs! Und wir sind das Pack! Die Aktienkurse waren zwischenzeitlich so tief im Keller, der Tag, der Montag, wird wahrscheinlich als Fritzelmontag in die Börsengeschichte eingehen. Hi, Dende! Wie legst du eigentlich dein Geld an? Ich habe ja in Ehrenfeld 16 war es, wo ich Kneipen tue, also wo ich kneipe mit Freunden, also Wasser trete. Wäre nicht der bessere Gag gewesen, wenn du gesagt hättest, ich habe in meinem Tresor 16 Bars liegen? Das wäre der bessere Gag gewesen. Pass auf, jetzt kommt noch ein besserer Gag. Hi, Dende, now. Hi, Dende, now. Hi, Dende, now. Hi, Dende, now. Digga, die Dende, Mann! Nicht um Heidenau, nicht um den kleinen Nazi, die arme feige Sau. Das Problem ist Marke Eigenbau und Mut ist nur das, was ich mich alleine trau. Es riecht nach Riot, da ist Ärger nicht weit, denn der Schweiger, der merkelt und die Merkel, die schweigt. Ein paar Kartoffeln haben schon Stärke gezeigt, mal sehen, wer hier wessen Werte nicht teilt. Irgendwann wird jeder Nase klar, dass Demokratie immer Beta-Phase war. Als wenn die Lage eskaliert, hat der Rest kapiert, dass blind, stumm und taub gar nichts besser wird. Es ist mal wieder an der Zeit, euch zu erklären, dass ihr die anderen seid. Hallo Gesellschaft, Nazi aus, und du frisst meine kleine Pazifaust. Wenn du wirklich noch ein Fazit brauchst, ich hab noch 100.000 Reime auf Nazis raus. Gegen die Dänemann und die Freie Radikale. Hashtag der Woche. Heidepark, unser Gast heute. Wow! Hey.
Wir müssen uns kein Statement aus dem Rücken leiern, was wir von der Flüchtlingsdebatte halten. Das ist, glaube ich, allen klar. Wir sollten beim Thema Flüchtlinge vor allen Dingen mal auf was ganz Essentielles gucken, auf die Basis, nämlich auf die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache, unser höchstes Kulturgut, Weltkulturerbe, deutsche Sprache. 80 Fälle, 15 davon sind akkusativ. Kaum eine andere Sprache der Welt ist so kompliziert, so präzise wie die deutsche Sprache. Jede noch so kleine Gefühlsregung können wir mit unserer Sprache beschreiben. Und trotzdem, gerade in diesen windigen Zeiten, wo Asylantenheime brennen, wo Flüchtlingsunterkünfte angefackelt werden, ist unsere geliebte Sprache, unsere deutsche Sprache, einfach ein kleines bisschen verwirrend. Da steigt man nicht mehr durch. Welches Wort bedeutet was? Zum Glück, meine Damen und Herren, haben Sie uns, Ihre Sprachwissenschaftler vom Neo-Magazin Royal. Willkommen bei Deutsch-German, German-Deutsch. Nehmen wir zum Beispiel einen deutschen Satz wie diesen von der Polizei Sachsen. Gegen 22.45 Uhr kam es aus der Personengruppe der Asylkritiker zu einem organisierten Angriff auf die eingesetzten Polizeibeamten. Es geht natürlich um das Wort Asylkritiker. Was bedeutet Asylkritiker? Sind Asylkritiker die Menschen, die in Heidenau Angela Merkel begrüßen? Sind das die zugepissten, besoffenen Nazis, die wir jeden Tag in den Nachrichten sehen? Nein, falsch. Asylkritiker sind einfach nur besorgte Bürger, die kritisieren, dass Flüchtlinge in Deutschland in Häusern leben wollen, die nicht brennen. Es ist so, es ist keine Verharmlosung, es ist eine ganz andere Bedeutung. Oder um es ein bisschen deutlicher zu machen, das hier zum Beispiel ist kein Terrorist des Islamischen Staates, sondern ein ungläubigen Kritiker. Also ein Mensch, der im Rahmen seines Rechts auf freie Meinungsäußerung die Tatsache kritisiert, dass Ungläubige ihren Kopf auf dem Hals tragen. Ist völlig legitime Kritik. Am Sonntagabend stellten hunderte deutscher Internetseiten diese zeitgleich von der Nachrichtenagentur dpa automatisch verbreitete Nachricht auf ihre Startseite. Das haben hunderte, FAZ, Merkur, Zeit Online. Asylunterkunft, Randale zwischen Linken und vermutlich Rechten in Heidenau. Vermutlich Rechten. Das fällt selbst dem Nicht-Germanisten ein. Vermutlich Rechte. Was ist das? Wer hat sich da in Heidenau geprügelt? Mit Sicherheit waren es Linke. Aber die dpa ist sich nicht so sicher, ob das wirklich Rechte waren, sondern vermutlich Rechte, also es könnten theoretisch unbescholtene Gaffer sein, die einfach nur abends um 11 mit der Bierflasche, dem Schlagstock und der Deutschlandfahne in der Hand zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Das kann ja mal passieren. Ich wusste gar nicht, jetzt habe ich doch zwei Leute verhauen. Ich habe aus Versehen da drauf gehauen, das wusste ich. Huch, ich bin doch kein Rechter. Da muss man als Journalist muss man gerade sprachlich korrekt sein. Entsprechend gilt übrigens analog zu vermutlich Rechte. Das hier ist vermutlich eine Koksnase und das ist vermutlich eine hässliche Furzfresse. Die deutsche Sprache ist ja so mächtig, so präzise. Sie ist ja so mächtig, dass sie das Problem mit den Nazis und den Flüchtlingen alleine lösen könnte, wenn man sie richtig einsetzen würde. Nehmen wir zum Beispiel das Wort Flüchtling. Flüchtling. Klar, wir wissen, Flüchtlinge riechen nach Schwefel, essen Babyfleisch und nehmen am liebsten den Deutschen die Jobs weg, die gar keine haben. Darum wollen konservative Krawallschachteln, ach, hallo, auch extra gut aufpassen, dass unser Land nicht von denen kaputt gemacht wird, von den Flüchtlingen. Dabei, sagen wir mal ehrlich, was bedeutet sprachlich genau Flüchtling? Flüchtlinge sind nichts anderes als der Personenkreis, der infolge des Krieges seine Heimat verloren hat und darum Teil der deutschen Gesellschaft werden möchte. Und wenn ich Erika Steinbach sehe, da fällt mir, ich muss an das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen denken. Was ist nochmal ein Heimatvertriebener? Das ist der Personenkreis, der in der Folge des Zweiten Weltkriegs die Heimat verloren hat und heute Teil der deutschen Gesellschaft ist. Also ist ein Flüchtling nichts anderes als ein Heimatvertriebener, der nicht den Zweiten Weltkrieg ausgelöst und keinen millionenfachen Völkermord begangen hat. Aber Minuspunkt für den Flüchtling, nicht so schön Deutsch spricht wie Bernd Fabricius vom Bund der Vertriebenen. Plus und Minus gleichen sich in etwa aus. Also darum gilt sprachlich völlig korrekt. Flüchtling ist gleich Heimatvertriebener. Wir tauschen also einfach nur ein deutsches Wort gegen ein anderes deutsches Wort aus, das exakt dasselbe bedeutet. Machen Sie doch einfach mit. Und Schlagzeilen wie diese hier. Oder diese. Oder diese. Werden Sie in Deutschland in 1000 Jahren nicht sehen. Deutsch-German, German-Deutsch. Hashtag der Woche. Heidepack. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass hier eine riesige Ankündigung, meine Damen und Herren, eine riesige Ankündigung wurde Ihnen versprochen und jetzt ist es soweit. Die riesige Ankündigung wird wahrgemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt emotional verarbeiten soll. Es ist was Unglaubliches passiert. Es geht um unseren lieben Freund Sami Slimani, ein Freund unserer Sendung. Er und seine Anwälte sind Riesenfans dieser Sendung. Und Sami Slimani hat in dieser Woche etwas Unglaubliches
wahr gemacht, etwas Unglaubliches angekündigt, was ich gar nicht fassen kann. Schauen Sie mal. Seitdem ich eigentlich denken kann, war Mode für mich ein riesiger Bestandteil meines Lebens. Und seit Jahren habe ich diesen einen großen Traum. Und ich bin mir sicher, dass der Weg zwar lang sein wird, aber dass es etwas ist, was am Ende in etwas resultiert, was es so zuvor noch nicht gegeben hat. Und dieser Traum ist es für mich, meine eigene Modekollektion auf den Markt zu bringen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin, euch das hier alles zu erzählen. Und für mich geht dieser Traum jetzt in Erfüllung und die Reise beginnt jetzt. Eine eigene Modekollektion? Sami Slim, wer hätte das gedacht? Das ist ja unglaublich. Im April nächsten Jahres möchte Sami Slimani, Deutschlands YouTube-Puderdöschen Nummer 1, eine eigene Modekollektion auf den Markt werfen. April 2016 soll sie rauskommen. Ich glaube, das ist zufällig das gleiche Datum, an dem der Maya-Kalender endet oder irgendwie sowas. Das ist ganz toll, eine eigene Modekollektion von Sami Slimani. Endlich kann man leichter erkennen, wen man auf dem Schulhof verprügeln soll. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie könnte diese Modekollektion aussehen? Was wird er für kreative Ideen umsetzen? Wie sehen die Pieces aus, mit denen dann die ganze Republik durch die Gegend laufen wird? Und das Tollste ist, und das hat er, glaube ich, nicht bedacht, da haben die Videomacher nicht aufgepasst. Er verrät es in dem Video, in dem er ankündigt, dass er Modedesigner wird, verrät er es selber. Er macht Zeichnungen und, ja, meine Damen und Herren, wir wären nicht das Neo-Magazin Royal, wenn wir nicht mal ganz genau hingeguckt hätten und wir konnten anhand des Promo-Videos von Sami Slimani herausfinden, wie die Modelle aussehen. Das sind die echten Zeichnungen, die er gemacht hat. Schauen Sie mal, so könnte die Mode aussehen. Das ist wirklich was aus dem Originalvideo. Da. Selbst gezeichnet. Das sind die Stücke. Er hat aber noch eins. Sind mehr. Da. Da. Da hat er noch eins. Da hat er noch eins. Wahnsinn. Noch eins. Jetzt auch mein Lieblingsstück. Das ist toll. Das ist die Kollektion von Sami Slimani. Das hat er schon verraten. Kleiner Sneak Peek. Ich begrüße jetzt bei mir unsere Kollegin Neo Magazin Royal, Modeexpertin Larissa Paris. Wir haben diese Zeichnungen, die wir in dem Video von Sami Slimani gesehen haben, nochmal in Reinzeichnung gebracht. Und ja, wir haben hier die verschiedenen Pieces. Vielleicht können wir die mal ganz kurz durchbesprechen. Das ist original das, was Sami gezeichnet hat. Das ist original. Und wir haben es tatsächlich geschafft mit unserem Team, Achtung, diese Entwürfe Das glaube ich ja gar nicht. Das, nein, das ist jetzt eine Sache, die Sami Slimani gezeichnet hat. Was sehen wir jetzt hier für ein Stück? Was ist das für ein Piece? Also ganz klar ist natürlich, dass im nächsten Jahr der Kastenstil auf jeden Fall ganz vorne dran sein wird. Und dazu haben wir nämlich ganz wunderschön auch dieses tolle Oberteil. Ist das for man oder? Das ist for man. Genau. Wow. Also, das ist ja unglaublich. Es ist wirklich fantastisch. Also dazu natürlich auch passend der Pantalon. Auch ebenfalls in der Boxy-Shape. Und der Laie wird jetzt vielleicht sagen, das ist vielleicht nur ein kastenförmiges Beinkleid. Aber der genaue Beobachter sieht natürlich, es ist eine Hose im 16:9 Bildformat. Das ist casual, das ist Business, das kann der Vorstandsvorsitzende genauso tragen wie der Pförtner. Richtig. Was haben wir noch? Was hat Sami noch designt? Das sind die Originalzeichnungen auch. Die sind original und hier sehen wir, dass Sami Slimani sich das traut, was sonst kein Designer sich traut. Denn der V-Ausschnitt. Der V-Ausschnitt liegt hier nicht am Brustkorb, sondern an den Seiten. Wow. Wahnsinn. Und damit zeigt er auch auf das Symbol einer ganzen Generation, dem Play-Zeichen. Und nicht ohne Grund zeigen diese Play-Zeichen auf dem Bauchnabel, der da sagt, bitte hier abonnieren. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Jetzt kommen wir zu einem ganz ungewöhnlichen Stück. Das Richtig. Ist ein ganz tolles Piece. Der Umhang ist zurück. Kann ja, das sein? Genau, denn ein Kleid wäre natürlich viel zu bourgeois. Oh, für Sami Slimani. Deswegen nicht für bringt, Sami, sorry. Deswegen bringt er das Cape auf den Laufsteg. Das Cape ist zurück. Es ist auch zurück. Hier wieder ein Cutout. Heart-shaped Cutout. Es zieht sich durch, absolut. Wir haben sich vor allen Dingen unsere modebewussten Kinder in den Fabriken in Bangladesch besonders Mühe gegeben, damit sie den Sami Slimani Superman-Look auch wirklich salonfähig machen. Das ist eine Sache, das kann ich mir vorstellen, das ist eine Sache, das trägt sowohl die Frau, das trägt der Mann, das ist Unisex, das ist für jede Gelegenheit toll. Und man ist nie overdressed. Und jetzt kommt das absolute Masterpiece. Das war tatsächlich bei uns, wir sind alle ausgerastet. Das ist High Fashion. Das kann selbst ich als Laie sehen, Wahnsinn. Das war wirklich ein Stück, das uns komplett beeindruckt hat. Seine Zeichnung? Es ist seine Zeichnung, ja. Denn der normale Mensch sieht hier vielleicht einfach nur ein X. Aber Slimani hat sich was dabei gedacht. Ja. Denn natürlich, das X kommt lautlich aus einer Verbindung. Zwei Buchstaben, genau. K und S. Kunst Slimani. Natürlich.
Und man sieht ja auch ganz klar das Armani-Prinzip. Sei wie du bist. Ganz natürlich. Just be yourself. Ja. Können wir die Modelle vielleicht noch mal alle ganz kurz sehen? Das, meine Damen und Herren, exklusiv zum allerersten Mal im deutschen Fernsehen. Wahnsinn. Warum reden die Menschen noch von Karl Lagerfeld? Warum? Oscar de la Renta hätte es nicht besser machen können. Es ist wirklich einfach unglaublich. Einmalig. Unglaublich. Vielen Dank, Larissa Paris, die Neo Magazin Royale Fashion Expertin, mit einer exklusiven Sneak Preview auf die Kollektion von Sami Slimani. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Das ist eine riesige Ankündigung. Und das alles in seinem Video, dass er das alles verrät. Wie bescheuert muss man sein? Das ist doch bei Primark in 2 Wochen. Das schneidern die doch nach. Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Künstler. Forget it, Karl Lagerfeld. Da kommst du nie ran. Ich weiß gar nicht, ob ich das emotional auf die Reihe kriege, unseren heutigen Gast zu begrüßen. Er ist einer der erfolgreichsten Popkünstler der letzten Jahre in Deutschland. Er ist erst 24 Jahre alt, hat eine Autobiografie geschrieben. Til Schweiger, kein Scheiß, dreht gerade einen Film über ihn und baut, glaube ich, ein Flüchtlingsheim für ihn. Ich weiß, also auf jeden Fall ein richtig großer Player. Der Mann mit der Maske ist der einzigartige, unvergleichliche Crow! Mach mal eine Lärm für Carlo. Mach mal eine Lärm für Carlo. Schmeiß mal in den Namen hoch. Hallo, hallo, hallo. Ja, mach mal Lärm für Carlo. Sag mal alle hallo. Alle mal den Namen hoch. Hallo, 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 hallo. Sit down! Dankeschön. Das, meine Damen und Herren, ich muss ganz kurz den ZDF zuschauen. Das sind viele ältere Leute, die jetzt wahrscheinlich gerade vor Schreck irgendwie in das Katheter geplatzt ist. Dieser junge Mann hat eine Maske auf, das gehört dazu. Wäre die Mode von Sami Slimani was für dich gewesen? Ich dachte mir gerade, ich wollte schon das Cape klauen und damit reinkommen. Das ist ganz geil, ist ganz weit vorne. Das hat nicht zu mir gepasst, das kann nicht jeder tragen. Das ist Crow, wenn Sie nicht wissen, wer es ist, wir stellen ihn noch mal ganz kurz vor. Psst, liebe Zuschauer, Sie müssen jetzt ganz, ganz leise sein. Denn heute haben wir ein sehr scheues und seltenes Tier zu Gast im Studio. Crow, der am 31. Januar im Stuttgarter Zoo unter dem Künstlernamen Carlo Weibel zur Welt gekommene Gute-Laune-Rapper, erfand bereits in jungen Jahren einen Musikstil namens Rayope. Vermutlich entweder eine Kombination aus den Wörtern Rap und Pop oder den Wörtern Rape und Hope. Das modebewusst-musikalische McDonald's-Testimonial tritt grundsätzlich niemals ohne Maske auf. Also genauso wie Slipknot, Lordi oder Cher. Gerüchten zufolge sieht der mysteriöse Teenie-Schwarm unter seiner schwarz-weißen Hundemaske allerdings so aus. Beruflich könnte es auch nicht besser laufen. MTV schaltete dem tapsigen Panda kürzlich den Strom ab und der bodenständige Volksschauspieler Tillmann Valentin Schweiger dreht derzeit einen Film über ihn. Mit Emma Schweiger als Crow und Henry Maske als Maske. Schlagen Sie bitte umgehend mit Ihrer linken Hand gegen die rechte Hand für Crow. Nur für dich. Ich habe eine medizinische Frage. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du manchmal Schlafstarre erfährst. Mhm. Erklär mal ganz kurz, was ist das? Na, ich glaube, es ist nicht ganz so, wie man das kennt. Also bei mir ist es eher, ich bin ja mega lang wach immer. Und, ja. Und tagelang und Party. Immer am Abend. Party all night long. Immer. Und irgendwann wird der Körper müde, aber der Kopf ist noch voll aktiv. Kennst du das? Ja. Nein. Dann geht man ins Bett. Nee, kennst du nicht, ne? Weil mein Körper immer die ganze Zeit müde ist und der Kopf meistens auch. Ja, aber bei mir ist es manchmal so, dann ist man müde wie Sau, aber der Kopf ist irgendwie noch so aktiv und denkt noch so viel. Und dann schläft man irgendwie ein, aber ist noch da und bekommt es irgendwie noch mit. Und man kann den Körper nicht bewegen. Vielleicht ist es auch nur ein komischer Albtraum. Weißt du, was ich meine? Also ich träumt, dass man sich nicht bewegen kann. Ich frage deswegen, ich habe kürzlich eine Dokumentation gesehen, The Grim Reaper, wo Leute erzählen, es gibt dieses Phänomen auch nach dem Aufwachen. Dass der Körper quasi noch ganz starr ist, der Geist aber schon halb da ist, aber mit einer Gehirnhälfte hängst du noch im Traum. Ja. Es gibt Leute, die haben dann Albträume, die sich vermischen mit dem, was sie bewusst sehen. Ja. Das ist nur eine ganz unangenehme Erfahrung. Ich dachte schon, ist echt so. Dass du das auch erfahren hast. Nee, ich hatte das auch. Also zum Beispiel ein Ding war, da bin ich gerade so die Phase, wenn man einschläft. Ja. Und man guckt nach links und da liegt ja dann ein Mädchen im Bett, weißt du? Kennst du? Ja, nee. Kenn ich nicht, ehrlich gesagt. Und dann schläft man ein und auf einmal dachte ich, es war genau dieselbe Stimmung wie im Raum, da war Licht an, nur da war Licht aus im Traum. Und der Mond und es war creepy und auf einmal gucke ich nach links und die reißt ihren Mund auf und hat 1000 kleine Zähne.
Und es war so eine Kreissäge, so ein Kreissägeton, ganz laut. Hast du schon mal überlegt, die Maske abzunehmen? Also privat. Es sieht aus wie so eine Sache, die, ich sag mal, nichts gegen China, aber es kann sein, dass das eventuell da Dämpfe entstehen. Weißt du, ja, das ist echt so. Wirklich, ne? Crow, dein aktuelles Album ist in MTV Unplugged, kam Anfang Juli raus. Wie firm bist du mit so Charts-Geschichten? Also, kennst du dich aus in den aktuellen deutschen Charts? Na, ich glaube, man kennt die Lieder, aber nicht beim Namen. Also man kennt. Man kennt was so, man hört ja, nicht drum rum, man läuft durch den Edeka und... Wir haben überlegt, wir würden gerne ein Spiel mit dir spielen und wir haben gedacht, wenn wir schon echten Popstar mal hier sitzen haben und nicht immer nur diese verkappten Intellektuellen, die irgendwie quasi von der Straße reingekehrt werden, sondern einen echten Star, dann spielen wir doch was mit Popsongs. Wir würden gerne folgendes Spiel mit dir spielen. Denn sie wissen nicht, was sie singen. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir haben Neo-Magazin Royal Teamkinder, also Kinder, die wir teilweise selbst bekommen haben oder adoptiert, die wir auf der Straße gefunden haben oder bei Sebastian Edati im Hobbykeller. Den konnte ich nicht liegen lassen. Haben wir gebeten, sich Kopfhörer aufzusetzen und englische Songs zu singen, die sie vorher noch nie gehört haben. Und das ist bei Kindern eine lustige Angelegenheit. Und wir sollten beide abwechselnd erraten, welche Songs das sind. Wollen wir mal probieren, ob das funktioniert? Hier ist das erste Kind, das absolut keine Ahnung hat. Wer muss raten? Du fängst an. As I go down the better choice, that's a place we park the waking point. Such is for everything, such is for everything. That's a fuck for everything, Ich hatte es doch nicht. Einer von euch? Katy Perry? Katy Perry? Oh, ich wollte gerade sagen. Ist Katy Perry richtig? It's like a loud and better choice. That's a fancy part of the waking point. That's it for everything. I got the eye of the tiger. Dancing to the fire. Close up, you're my champion. And you're gonna hear me. Wer war das? Wer wusste das? Wer hat's reingerufen? Wer hat's denn reingerufen? Der kriegt jetzt Crows Punkt. Ah, hey, Glückwunsch. Okay, der Nächste. Ich bin mal gespannt, bin ich. Don't sleep. I got the plates on the floor and me. I don't take it no more than peace. I got the plates on the door and me. Wow. Wenn er jetzt am Anfang Jason Derulo gesagt hätte, hätte ich gewusst, dass es Jason Derulo ist. Er sagt immer am Anfang seinen Namen. Ich habe absolut keine Ahnung. Weißt du irgendwas? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. Sind wir denn schon so alt? Du bist ja erst 24, du musst es doch wissen. Weiß es von euch irgendjemand? Zu was tanzt du denn in der Disco, Mensch? Ja, gehst du nicht in die Disco? Aber doch nicht da, also... Nee? Nee. Weiß es einer? Don't sleep. I got the plates on the floor and me. I definitely take it no more than peace. I got the taunt at the door of my knees. So high. Girl, you want, I want to run me. If you want, hey girl, you find me. If you want, no, I wanna do. Diese Kinder können einfach nicht singen, sondern scheiße Idee, das Kinder singen zu lassen. Warum singen das denn nicht die originalen Interpreten? Dann haben wir es rausgefunden. Das war doch dasselbe. Ja, guck mich nicht so hilfesuchend an. Ich bin doch du bist doch Musiker. Ich such doch Männer, wo ich mich hinsehe. Ey, Rob und Fred, ihr habt doch bei The Voice gespielt. Ich weiß auch nicht, wo ich hin soll jetzt noch. Hier, Rob und Fred haben bei The Voice Kids gespielt. Ihr wisst das doch, so euer Metier. Das ist euer Milieu. Ja, schämt ihr euch? Die schämen sich, dass ihr bei The Voice Kids mitgespielt. Wäre das eigentlich auch Castingshow? Wäre das was für dich auch? Nee, nicht so klassisch. Wenn ich eine Castingshow machen würde, dann würde ich eine machen, wo man wirklich so Multitalente castet. Also jemand, der Songs schreibt, produziert und nicht nur so eine Hülle, die singt. So in 1,30 müssen die einen geilen Song schreiben. Das ist bestimmt, das bringt Quote, du. Tak, 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 schneller, schneller, besser, besser, besser. Was steht als Nächstes an? Was machst du jetzt, wenn du jetzt gleich aus dem Studio rausgehst? Oh, zurück nach Stuggi? Ich flieg nach Wien. Wir haben zwei Wienerinnen. Ihr könnt gemeinsam fliegen vielleicht. Ja. Warum nicht? German Wings oder was? Meine Damen und Herren, sein aktuelles Album ist Crow Unplugged. Anfang Juli, nächstes Jahr. Ich freue mich auf den Till Schweiger Film. Ja. Bist du auch so in Kontakt? Bist du Team Till?
Ja. Ne? Wir sehen ihn öfter in Team Till. Der einzigartige, unvergleichliche Crow. Nächste Woche die Rocket Beans zu Gast. Außerdem KIZ zusammen mit Henning Mai von Anmai Kantereit live hier im Neo. Nee, Magazin. Oder? Ja, wirklich wahr. Nee, krass. Kommen wir nächste Woche nochmal wieder. Ohne Maske erkenne ich ja keiner. Nee, nee. Denn und die Freie Radikale. Bis nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank. Wir sind Neo. Das, meine Damen und Herren, war das Neo-Magazin Royal. Wie die Bundeskanzlerin auf diese in meinen Augen die Würde des Zuschauers verletzende Sendung reagiert, erfahren wir vielleicht in 4 bis 5 Wochen von ihrem Pressesprecher Steffen Seibert. Und jetzt, liebe Zuseher aus der Mitte der Gesellschaft, machen Sie es sich im warmen Widerschein der gemütlich lodernden Flammen hunderter kleinstädtischer Flüchtlingsunterkünfte bequem und hoffen Sie ganz fest, dass der Spuk morgen, wenn Sie wieder aufwachen, ganz von selbst vorbei sein wird. Gute Nacht, Deutschland. Zeitgleich von der Nachrichtenagentur dpa automatisch verbreitete Nachricht auf Ihre Startseite. Das haben hunderte FAZ, Merkur, Zeit Online. Asylunterkunft, Randale zwischen Linken und vermutlich Rechten in Heidenau. Vermutlich Rechten. Das fällt selbst dem Nicht-Germanisten ein. Vermutlich Rechte. Was ist das? Wer hat sich da in Heidenau geprügelt? Mit Sicherheit waren es Linke. Aber die dpa ist sich nicht so sicher, ob das wirklich Rechte waren, sondern vermutlich Rechte, also es könnten theoretisch unbescholtene Gaffer sein, die einfach nur abends um 11 mit der Bierflasche, dem Schlagstock und der Deutschlandfahne in der Hand zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Das kann ja mal passieren. Ich wusste gar nicht, jetzt habe ich doch 2 Leute verhauen. Ich habe aus Versehen da drauf gehauen. Das wusste ich. Huch, ich bin doch kein Rechter. Da muss man als gerade Journalist, muss man gerade sprachlich korrekt sein. Entsprechend gilt übrigens analog zu vermutlich Rechte. Das hier ist vermutlich eine Koksnase. Und das ist vermutlich eine hässliche Furzfresse. Die deutsche Sprache ist ja so mächtig, so präzise. Sie ist ja so mächtig, dass sie das Problem mit den Nazis und den Flüchtlingen alleine lösen könnte, wenn man sie richtig einsetzen würde. Nehmen wir zum Beispiel das Wort Flüchtling. Flüchtling. Klar, wir wissen, Flüchtlinge riechen nach Schwefel, essen Babyfleisch und nehmen am liebsten den Deutschen die Jobs weg, die gar keine haben. Darum wollen konservative Krawallschachteln. Ach, hallo. Auch extra gut aufpassen, dass unser Land nicht von denen kaputt gemacht wird, von den Flüchtlingen. Dabei, sagen wir mal ehrlich, was bedeutet sprachlich genau Flüchtling? Flüchtlinge sind nichts anderes als der Personenkreis, der infolge des Krieges seine Heimat verloren hat und darum Teil der deutschen Gesellschaft werden möchte. Und wenn ich Erika Steinbach sehe, da fällt mir, ich muss an das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen denken. Was ist nochmal ein Heimatvertriebener? Das ist der Personenkreis, der in der Folge des Zweiten Weltkriegs die Heimat verloren hat und heute Teil der deutschen Gesellschaft ist. Also ist ein Flüchtling nichts anderes als ein Heimatvertriebener, der nicht den Zweiten Weltkrieg ausgelöst und keinen millionenfachen Völkermord begangen hat. Aber Minuspunkt für den Flüchtling, nicht so schön Deutsch spricht wie Bernd Fabricius vom Bund der Vertriebenen. Plus und Minus gleichen sich in etwa aus. Also darum gilt sprachlich völlig korrekt. Flüchtling ist gleich Heimatvertriebener. Wir tauschen also einfach nur ein deutsches Wort gegen ein anderes deutsches Wort aus, das exakt dasselbe bedeutet. Machen Sie doch einfach mit. Und Schlagzeilen wie diese hier. Oder diese. Oder diese. Werden Sie in Deutschland in 1000 Jahren nicht sehen. Deutsch-German, German-Deutsch. Hashtag der Woche. Heidepack. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass hier eine riesige Ankündigung, meine Damen und Herren, eine riesige Ankündigung wurde Ihnen versprochen und jetzt ist es soweit. Die riesige Ankündigung wird wahrgemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt emotional verarbeiten soll. Es ist was Unglaubliches passiert. Es geht um unseren lieben Freund. Hashtag der Woche, Heidepark, unser Gast heute, Row! Hey.
Wir müssen uns kein Statement aus den Rücken leiern, was wir von der Flüchtlingsdebatte halten. Das ist, glaube ich, allen klar. Wir sollten beim Thema Flüchtlinge vor allen Dingen mal auf was ganz Essentielles gucken, auf die Basis, nämlich auf die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache, unser höchstes Kulturgut, Weltkulturerbe, deutsche Sprache. 80 Fälle, 15 davon sind akkusativ. Kaum eine andere Sprache der Welt ist so kompliziert, so präzise wie die deutsche Sprache. Jede noch so kleine Gefühlsregung können wir mit unserer Sprache beschreiben. Und trotzdem, gerade in diesen windigen Zeiten, wo Asylantenheime brennen, wo Flüchtlingsunterkünfte angefackelt werden, ist unsere geliebte Sprache, unsere deutsche Sprache, einfach ein kleines bisschen verwirrend. Da steigt man nicht mehr durch. Welches Wort bedeutet was? Zum Glück, meine Damen und Herren, haben Sie uns, Ihre Sprachwissenschaftler vom Neo-Magazin Royal. Willkommen bei Deutsch-German, German-Deutsch. Nehmen wir zum Beispiel einen deutschen Satz wie diesen von der Polizei Sachsen. Gegen 22.45 Uhr kam es aus der Personengruppe der Asylkritiker zu einem organisierten Angriff auf die eingesetzten Polizeibeamten. Es geht natürlich um das Wort Asylkritiker. Was bedeutet Asylkritiker? Sind Asylkritiker die Menschen, die in Heidenau Angela Merkel begrüßen? Sind das die zugepissten, besoffenen Nazis, die wir jeden Tag in den Nachrichten sehen? Nein, falsch. Asylkritiker sind einfach nur besorgte Bürger, die kritisieren, dass Flüchtlinge in Deutschland in Häusern leben wollen, die nicht brennen. Es ist so, es ist keine Verharmlosung, es ist eine ganz andere Bedeutung. Oder um es ein bisschen deutlicher zu machen, das hier zum Beispiel ist kein Terrorist des Islamischen Staates, sondern ein ungläubigen Kritiker. Also ein Mensch, der im Rahmen seines Rechts auf freie Meinungsäußerung die Tatsache kritisiert, dass Ungläubige ihren Kopf auf dem Hals tragen. Ist völlig legitime Kritik. Am Sonntagabend stellten hunderte deutscher Internetseiten diese zeitgleich von der Nachrichtenagentur dpa automatisch verbreitete Nachricht auf ihre Startseite. Das haben hunderte FAZ, Merkur, Zeit Online. Asylunterkunft, Randale zwischen Linken und vermutlich Rechten in Heidenau. Vermutlich Rechten. Das fällt selbst dem Nicht-Germanisten ein. Vermutlich Rechte. Was ist das? Wer hat sich da in Heidenau geprügelt? Mit Sicherheit waren es Linke. Aber die dpa ist sich nicht so sicher, ob das wirklich Rechte waren, sondern vermutlich Rechte, also es könnten theoretisch unbescholtene Gaffer sein, die einfach nur abends um 11 mit der Bierflasche, dem Schlagstock und der Deutschlandfahne in der Hand zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Das kann ja mal passieren. Ich wusste gar nicht, jetzt habe ich doch zwei Leute verhauen. Ich habe aus Versehen da drauf gehauen. Das wusste ich. Huch, ich bin doch kein Rechter. Da muss man als Journalist gerade sprachlich korrekt sein. Entsprechend gilt übrigens analog zu vermutlich Rechte. Das hier ist vermutlich eine Koksnase und das ist vermutlich eine hässliche Furzfresse. Die deutsche Sprache ist ja so mächtig, so präzise. Sie ist ja so mächtig, dass sie das Problem mit den Nazis und den Flüchtlingen alleine lösen könnte, wenn man sie richtig einsetzen würde. Nehmen wir zum Beispiel das Wort Flüchtling. Flüchtling. Klar. So ein Kreis, der in der Folge des Zweiten Weltkriegs die Heimat verloren hat und heute Teil der deutschen Gesellschaft ist. Also ist ein Flüchtling nichts anderes als ein Heimatvertriebener, der nicht den Zweiten Weltkrieg ausgelöst und keinen millionenfachen Völkermord begangen hat. Aber Minuspunkt für den Flüchtling, nicht so schön Deutsch spricht wie Bernd Fabricius vom Bund der Vertriebenen. Plus und Minus gleichen sich in etwa aus. Also darum gilt sprachlich völlig korrekt. Flüchtling ist gleich Heimatvertriebener. Wir tauschen also einfach nur ein deutsches Wort gegen ein anderes deutsches Wort aus, das exakt dasselbe bedeutet. Machen Sie doch einfach mit. Und Schlagzeilen wie diese hier. Oder diese. Oder diese. Werden Sie in Deutschland in 1000 Jahren nicht sehen. Deutsch-German, German-Deutsch. Hashtag der Woche. Heidepack. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass hier eine riesige Ankündigung, meine Damen und Herren, eine riesige Ankündigung wurde Ihnen versprochen und jetzt ist es soweit. Die riesige Ankündigung wird wahrgemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt emotional verarbeiten soll. Es ist was Unglaubliches passiert. Es geht um unseren lieben Freund Sami Slimani, ein Freund unserer Sendung. Er und seine Anwälte sind Riesenfans dieser Sendung. Und Sami Slimani hat in dieser Woche etwas Unglaubliches wahrgemacht, etwas Unglaubliches angekündigt, was ich gar nicht fassen kann. Schauen Sie mal. Seitdem ich eigentlich denken kann, war Mode für mich ein riesiger Bestandteil meines Lebens. Und seit Jahren habe ich diesen einen großen Traum. Und ich bin mir sicher, dass der Weg zwar lang sein wird, aber dass es etwas ist, was am Ende in etwas resultiert, was es so zuvor noch nicht gegeben hat. Und dieser Traum ist es für mich, meine eigene Modekollektion auf den Markt zu bringen.
Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin, euch das hier alles zu erzählen. Und für mich geht dieser Traum jetzt in Erfüllung und die Reise beginnt jetzt. Eine eigene Modekollektion? Sami Slim, wer hätte das gedacht? Das ist ja unglaublich. Im April nächsten Jahres möchte Sami Slimani, Deutschlands YouTube-Puderdöschen Nummer 1, eine eigene Modekollektion auf den Markt werfen. April 2016 soll sie rauskommen. Ich glaube, das ist zufällig das gleiche Datum, an dem der Maya-Kalender endet oder irgendwie sowas. Das ist ganz toll, eine eigene Modekollektion von Sami Slimani. Endlich kann man leichter erkennen, wen man auf dem Schulhof verprügeln soll. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie könnte diese Modekollektion aussehen? Was wird er für kreative Ideen umsetzen? Wie sehen die Pieces aus, mit denen dann die ganze Republik durch die Gegend laufen wird? Und das Tollste ist, und das hat er, glaube ich, nicht bedacht, da haben die Videomacher nicht aufgepasst. Er verrät es in dem Video, in dem er ankündigt, und landen in Heidenau im Jahr 1936. Ist natürlich, viele Leute sind geschockt. War das eine Zeitreise? Aber so ist das. Die Flüchtlingsproblematik ist in Deutschland das Thema Nummer eins. Und es ist auch wirklich ein Problem. Viele wollen rein, aber es gibt einfach nicht genügend Platz. Quasi das Silvi-Mais-Problem. Aber jetzt, meine Damen und Herren, müssen Sie sich wirklich hinsetzen. Denn wenn Sie die Flüchtlingsproblematik schockt, dann kann es sein, dass Sie jetzt ganz, ganz tapfer sein müssen. Denn diese Meldung ist wirklich noch ein kleines bisschen schockierender. Ich würde sagen, diese Meldung ist so krass, die hört man sogar auf dem Mond. Dagi B und Client sind seit 2 Monaten nicht mehr zusammen. Say what? Dagi B oder Dagi B und Client oder wie jeder normale Bürger über 15 sagt, wer? Das sind die YouTube-Stars, das YouTube-Paar. Ich weiß gar nicht, ob das Internet noch weitermachen kann, wenn die nicht zusammen sind. Aber hey, liebe Fans, beruhigt euch. Es ist wirklich alles cool zwischen den beiden. Es ist wirklich alles cool, alles cool, alles total cool. Hallo Leute. Hi. Ja, wir sind jetzt seit 2 Monaten nicht mehr zusammen. Wir lieben uns als Freunde, als Partner. Wir waren cool mit der Sache. Es ist wirklich alles cool, alles cool. Uns geht's wirklich super, uns geht's gut. Es ist immer noch das Gleiche, Leute. Macht euch keinen Kopf. Ganz ist alles cool, ist alles super cool. Also ganz ehrlich, meiner Meinung nach war die Trennung von Lion die beste Beauty-Entscheidung, die Dagi wie jemals getroffen hat. Ehrlich, finde ich. Können wir vielleicht mal ganz kurz reinhören, was die Fans von Lion gesagt haben, nachdem Dagi die Trennung bekannt gegeben hat? Einmal, wir haben, glaube ich, einen Ton bekommen. Können wir mal ganz kurz reinhören? Was haben die gesagt? Kotze! Ich habe hier alles voller Kotze, wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht. Sie hat ihm extra nochmal die Eckdaten zur Trennung in der Infobox verlinkt, falls er sie nicht genau verstanden hat. Ja, und jetzt sagen natürlich böse Stimmen, behaupten, ja, natürlich trennt sie sich von dem fetten Typen mit der Hautkrankheit und der komischen Kappe. Da ist ja klar, weil sie ist in der Champions League und er ist halt höchstens Oberliga. Nein, nein, was sie wirklich sagen zur Trennung, das haben unsere Internet-Experten rausgefunden. Das ist der wahre Grund hier. Hallo Leute! Hi! Ich habe den miesen LeFloid-Abklatsch hier einfach verlassen, weil er so fett geworden ist. Das war so klar. Und weil ich halt erfolgreicher bin als er. Und er macht halt immer so ein komisches Gesicht. Das ist mir mega peinlich. Ich liebe Dagi halt immer noch, aber ich will auch keinen Abonnenten verlieren. Also sag mal, sind wir jetzt noch zusammen? Das von Michael Kors. Ich halte mir das mal kurz für mich. Ich bin an den Kopf. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können einfach mal wieder über unsere Beziehung reden. Ich meine, wir warten einfach auf einen Jump Cut so, und dann gucken wir, was passiert. So, das war der Jump Cut. Die Dagi und ich sind jetzt wieder fest zusammen. Beziehung oder nicht Beziehung, ist völlig egal. Ich brauche nur die Klicks. Ciao. Ich grüße meinen neuen Freund. Liebe Finanzexperten unter den Zuschauern, also vor allem die ZDF-Zuschauer, am Montag war ein schwarzer Tag, ist jetzt schon 5 Tage her, sie werden es, sagt man sogar, auf dem Mond. Dagi B und Client sind seit 2 Monaten nicht mehr zusammen. Say what? Dagi B oder Dagi B und Client oder wie jeder normale Bürger über 15 sagt, wer? Das sind die YouTube-Stars, das YouTube-Paar. Ich weiß gar nicht, ob das Internet noch weitermachen kann, wenn die nicht zusammen sind. Aber hey, liebe Fans, beruhigt euch. Es ist wirklich alles cool zwischen den beiden. Es ist wirklich alles cool, alles cool, alles total cool. Hallo Leute. Hi. Ja, wir sind jetzt seit 2 Monaten nicht mehr zusammen. Wir lieben uns als Freunde, als Partner. Wir waren cool mit der Sache. Es ist wirklich alles cool, alles cool. Uns geht's wirklich super, uns geht's gut. Es ist immer noch das Gleiche, Leute. Macht euch keinen Kopf. Das ist alles cool, das ist alles super cool. Also ganz ehrlich, meiner Meinung nach war die Trennung von Lion die beste Beauty-Entscheidung, die Dagi wie jemals getroffen hat. Ehrlich, finde ich. Können wir vielleicht mal ganz kurz reinhören, was die Fans von Lion gesagt haben, nachdem Dagi die Trennung bekannt gegeben hat? Einmal, wir haben, glaube ich, einen Ton bekommen.
Können wir mal ganz kurz reinhören? Was haben die gesagt? Kotze! Ich habe hier alles voller Kotze, wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht. Sie hat ihm extra nochmal die Eckdaten zur Trennung in der Infobox verlinkt, falls er sie nicht genau verstanden hat. Ja, und jetzt sagen natürlich böse Stimmen behaupten, ja, natürlich trennt sie sich von dem fetten Typen mit der Hautkrankheit und der komischen Kappe. Da ist ja klar, weil sie ist in der Champions League und der ist halt höchstens Oberliga. Nein, nein, was sie wirklich sagen zur Trennung, das haben unsere Internet-Experten rausgefunden. Das ist der wahre Grund hier. Hallo Leute! Hi! Ich habe den miesen LeFloid-Abklatsch hier einfach verlassen, weil er so fett geworden ist. So klar. Und weil ich halt erfolgreicher bin als er. Und er macht halt immer so ein komisches Gesicht. Das ist mir mega peinlich. Ich liebe Dagi halt immer noch, aber ich will auch keine Abonnenten verlieren. Also sag mal, sind wir jetzt noch zusammen? Von Michael Kors. Ich halte mir das mal kurz so ein bisschen wirksam an den Kopf. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können einfach mal wieder über unsere Beziehung reden. Ich meine, wir warten einfach auf einen Jump Cut so, und dann gucken wir, was passiert. So, das war der Jump Cut. Die Dagi und ich sind jetzt wieder fest zusammen. Beziehung oder nicht Beziehung, ist völlig egal. Ich brauche nur die Klicks. Ciao. Ich grüße meinen neuen Freund. Liebe Finanzexperten unter den Zuschauern, also vor allem die ZDF-Zuschauer, am Montag war ein schwarzer Tag, ist jetzt schon 5 Tage her, Sie werden es nicht vergessen haben, Aktienlaien haben am Montag viel Geld an der Börse verloren. Nicht die Profis, sondern die Laien. Die Kurse sackten zwischenzeitlich 8% ins Minus. Ja, einem Freund von mir ist es auch passiert, der hätte beim Thema Finanzen vielleicht besser auf Flair gehört, der hätte 300-400% rausgeholt. Die deutschen Anleger sind so sauer über den Aktiencrash. Im Dresdner Zoo haben aufgebrachte Sachsen schon die Dachs im Stein beworfen. Da, du scheiß Dachs, du! Du gehst nie wieder so weit runter! Da, der Dachs ist schuld! Viel Geld an der Börse verloren. Nicht die Profis, sondern die Laien. Die Kurse sackten zwischenzeitlich 8% ins Minus. Ja, einem Freund von mir ist es auch passiert, der hätte beim Thema Finanzen vielleicht besser auf Flair gehört, der hätte 300-400% rausgeholt. Die deutschen Anleger sind so sauer über den Aktiencrash. Im Dresdner Zoo haben aufgebrachte Sachsen schon die Dachs im Stein beworfen. Da, du scheiß Dachs, du! Du gehst nie wieder so weit runter! Da! Verdammt die Schuld! Du bist der Dax! Du bist der Dax! Und wir sind das Pack! Die Aktienkurse waren zwischenzeitlich so tief im Keller, der Tag, der Montag, wird wahrscheinlich als Fritzelmontag in die Börsengeschichte eingehen. Hi, Dende! Wie legst du eigentlich dein Geld an? Ich habe ja in Ehrenfeld 16 Bars, wo ich Kneipen tue, also wo ich kneipe mit Freunden, also Wasser trete. Wäre nicht der bessere Gag gewesen, wenn du gesagt hättest, ich habe in meinem Tresor 16 Bars liegen? Das wäre der bessere Gag gewesen. Pass auf, jetzt kommt noch ein besserer Gag. Hi, Dende, now. Hi, Dende, now. Hi, Dende, now. Hi, Dende, now. Digga, die Dende, Mann! Nicht um Heidenau, nicht um den kleinen Nazi, die arme feige Sau. Das Problem ist Marke-Eigenbau und Mut ist nur das, was ich mich alleine trau. Es riecht nach Riot, da ist Ärger nicht weit, denn der Schweiger, der merkelt und die Merkel, die schweigt. Ein paar Kartoffeln haben schon Stärke gezeigt, mal sehen, wer hier wessen Werte nicht teilt. Irgendwann wird jeder Nase klar, dass Demokratie immer Beta-Phase war. Als wenn die Lage eskaliert, hat der Rest kapiert, dass blind, stumm und taub gar nichts besser wird. Es ist mal wieder an der Zeit, euch zu erklären, dass ihr die anderen seid. Hallo Gesellschaft, Nazi aus, und du frisst meine kleine Pazifaust. Wenn du wirklich noch ein Fazit brauchst, ich hab noch 100.000 Reime auf Nazis raus. Gegen die Dänemann und die freie Radikale. Hashtag der Woche. Heidepark, unser Gast heute, Grow! Wir müssen uns kein Statement aus dem Rücken leiern, was wir von der Flüchtlingsdebatte halten. Das ist, glaube ich, allen klar. Wir sollten beim Thema Flüchtlinge vor allen Dingen mal auf was ganz Essentielles gucken, auf die Basis, nämlich auf die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache, unser höchstes Kulturgut, Weltkulturerbe, deutsche Sprache. 80 Fälle, 15 davon sind akkusativ. Kaum eine andere Sprache der Welt ist so kompliziert, so präzise wie die deutsche Sprache. Jede noch so kleine Gefühlsregung können wir mit unserer Sprache beschreiben. Und trotzdem, gerade in diesen windigen Zeiten, wo Asylantenheime brennen, wo Flüchtlingsunterkünfte angefackelt werden, ist unsere geliebte Sprache, unsere deutsche Sprache, einfach ein kleines bisschen verwirrend. Da steigt man nicht mehr durch. Welches Wort bedeutet was? Zum Glück, meine Damen und Herren, haben Sie uns, Ihre Sprachwissenschaftler vom Neo-Magazin Royal. Weiten Weltklick ausgelöst,
und keinen millionenfachen Völkermord begangen hat. Aber Minuspunkt für den Flüchtling, nicht so schön Deutsch spricht wie Bernd Fabricius vom Bund der Vertriebenen. Plus und Minus gleichen sich in etwa aus. Also darum gilt sprachlich völlig korrekt. Flüchtling ist gleich Heimatvertriebener. Wir tauschen also einfach nur ein deutsches Wort gegen ein anderes deutsches Wort aus, das exakt dasselbe bedeutet. Machen Sie doch einfach mit. Und Schlagzeilen wie diese hier. Oder diese. Oder diese. Werden Sie in Deutschland in 1000 Jahren nicht sehen. Deutsch-German, German-Deutsch. Hashtag der Woche. Heidepack. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass hier eine riesige Ankündigung, meine Damen und Herren, eine riesige Ankündigung wurde Ihnen versprochen und jetzt ist es soweit. Die riesige Ankündigung wird wahrgemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt emotional verarbeiten soll. Es ist was Unglaubliches passiert. Es geht um unseren lieben Freund Sami Slimani, ein Freund unserer Sendung. Er und seine Anwälte sind Riesenfans dieser Sendung. Und Sami Slimani hat in dieser Woche etwas Unglaubliches wahrgemacht, etwas Unglaubliches angekündigt, was ich gar nicht fassen kann. Schauen Sie mal. Seitdem ich eigentlich denken kann, war Mode für mich ein riesiger Bestandteil meines Lebens. Und seit Jahren habe ich diesen einen großen Traum. Und ich bin mir sicher, dass der Weg zwar lang sein wird, aber dass es etwas ist, was am Ende in etwas resultiert, was es so zuvor noch nicht gegeben hat. Und dieser Traum ist es für mich, meine eigene Modekollektion auf den Markt zu bringen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin, euch das hier alles zu erzählen. Und für mich geht dieser Traum jetzt in Erfüllung und die Reise beginnt jetzt. Eine eigene Modekollektion? Sami Slimani, wer hätte das gedacht, ist ja unglaublich. Im April nächsten Jahres möchte Sami Slimani, Deutschlands YouTube-Puderdöschen Nummer 1, eine eigene Modekollektion auf den Markt werfen. April 2016 soll sie rauskommen. Ich glaube, das ist zufällig das gleiche Datum, an dem der Maya-Kalender endet oder irgendwie sowas. Das ist ganz toll, eine eigene Modekollektion von Sami Slimani. Endlich kann man leichter erkennen, wen man auf dem Schulhof verprügeln soll. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie könnte diese Modekollektion aussehen? Was wird er für kreative Ideen umsetzen? Wie sehen die Pieces aus, mit denen dann die ganze Republik durch die Gegend laufen wird? Und das Tollste ist, und das hat er, glaube ich, nicht bedacht, da haben die Videomacher nicht aufgepasst. Er verrät es in dem Video, in dem er ankündigt, dass er Modedesigner wird, verrät er es selber. Er macht Zeichnungen und, meine Damen und Herren, wir wären nicht das Neo-Magazin Royal, wenn wir nicht mal ganz genau hingeguckt hätten. Und wir konnten anhand des Promo-Videos von Sami Slimani herausfinden, wie die Modelle